Auf den ersten Blick könnte das hier eine ganz normale Stunde im Schulsport sein. Die Jungs auf der einen, die Mädchen auf der anderen Seite. Aber mittendrin steht mit Thorsten Jansen ein ehemaliger Profi-Handballer. Eigentlich trainiert er die Herrenmannschaft des HSV Handball. Heute kümmert er sich beim Projekt Handball for School um Schüler. Und Handball ist eindeutig nicht nur ein Sport für kräftige Männer. Das heißt immer, die Mädels sind immer da ein bisschen vorsichtiger und so, aber konnte ich heute nicht erkennen. Die haben sich genauso reingehauen und sind hinterm Ball her und haben gekreischt, wenn der Ball auf einmal weg war. Und das ist immer schön mit anzusehen, wenn sie Spaß haben und ja, sich an der Bewegung erfreuen. Nach leichten Aufwärmübungen mit dem Ball werden Teams gebildet. Und dann dürfen die Zehntklässler des Goethe-Gymnasiums erst Pässe üben und dann auch noch aufs Tor werfen. Da hält es auch Politiker nicht mehr an der Seitenlinie. Ich habe selber vor vielen Jahren bei TuS Essen gespielt. Das war ein richtig toller Verein damals. Spielen jetzt gegen den HSV in der zweiten Liga und erinnere mich gerne dran. Aber wir werden diesen Spitzensport, den wir in Hamburg haben, nicht halten können, wenn nicht immer wieder neu unten Leute sagen, wir haben Spaß dran, wir wollen was werden. Und deshalb ist es eine Nachwuchssportveranstaltung, die genau zu unserer Stadt passt. Die nächsten Handball-Weltmeister haben wir heute wohl eher nicht gesehen. Aber neben der Bewegung ist natürlich auch Spaß ein wichtiger Faktor. Und Spaß gemacht hat es den Schülern auf jeden Fall. Das ist total schön hier. Ich finde das auch klasse, dass sie das hier mit uns machen. Lernen wir viel für Handball. Ja, ich finde das toll. Ich finde es gut. Das fordert mich auch mehr als im normalen Sportunterricht. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ich hoffe, wir können viel lernen hiervon. Es war sehr, sehr, sehr toll. Also ich fand auch die Trainer, die waren so motiviert und da hat man einfach viel, viel mehr Spaß. Es ist was Neues und es ist interessant, weil man lernt immer Sachen dazu. Es ist immer was Neues und ja, es war cool. Und das ist ja auch die Hauptsache. Die Planungen für die nächste Veranstaltung Handball for School laufen bereits.